Willkommen bei Mystica TV. Heute geht es um Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung, innere und äußere Bewusstseinserweiterung. Darüber spreche ich natürlich mit einem Bewusstseinsexperten. Er war schon mal bei uns im Studio. Ich finde ihn genial. Das ist Marco Lorenz. Ich grüße dich. Hallo lieber Thomas, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr. Gerne. Ja, unser letztes Gespräch ist ja auch sehr beliebt. Da hast du über die verschiedenen Stufen der Meditation des Bewusstseins auch schon erzählt. Worum geht es heute? Es geht um Bewusstseinserweiterung? Genau, es geht ja, das ist so mein Steckenpferd, das Thema Bewusstseinserweiterung. Und lass uns heute über das Thema innere und externe Bewusstseinserweiterung reden, wie man sozusagen das Bewusstsein auf zwei Ebenen erweitern kann. Cool, sehr spannend. Ich freue mich auch drauf und viel Spaß euch auf Mystica TV. Ja, hallo und hallo Marco, grüß dich. Hallo lieber Thomas nochmal. Ich verfolge ja dein Wirken schon länger und wir sind ja auch persönlich ganz gut in Verbindung, befreundet. Und ich finde schon irgendwie genial, was du machst, das muss ich schon sagen. Ja, du hast einen YouTube-Kanal, der jetzt innerhalb weniger Monate auch wieder unglaublich viele Abonnenten gewonnen hat, weil du es einfach verstehst, Wissen weiterzugeben, das eigentlich ein sehr komplexes Wissen ist, aber sehr einfach und sehr berührend und immer sozusagen die Menschen auch so in bestimmte Prozesse führst. Was ist dein Geheimnis? Ich glaube, Authentizität, also einfach gelernt, der zu sein, der man wirklich ist. Mhm. Und sich von seinen ganzen Masken, die man glaubt, zu sein. Und ich bin sicher noch nicht dort, wo ich hin möchte, aber eine Zwiebelschale nach der anderen abzulegen und so viel mehr zu sich selbst zu finden und zu seiner Identität, die man wirklich ist. Ja. Und ich glaube, je authentischer ein Mensch ist, desto mehr geht man in Resonanz mit anderen Menschen, die auch authentischer werden wollen. Weil im Grunde sind wir, bevor wir hergekommen sind, wissen wir ja schon, wer wir sind und wie wir sind. Und wir legen uns im Laufe der, und da sind wir schon bei der inneren Bewusstseinserweiterung, legen wir uns durch die Erziehung, durch das Verhalten, durch das Spiegeln der Eltern Muster an, die wir nicht sind. Man nennt sich so im umgangssprachlichen Raum, nennt sich das ja Entwicklungstraumata und alles Mögliche. Da gibt es noch viele verschiedene Zwiebelschichten. Und daraus bildet sich dieses Ego-System und diese ganzen Muster und diese Identität wie so ein Samen, wo dann eine Blume wächst, aber du bist nicht diese Blume, du bist eigentlich der, der den Samen gepflanzt hat für seine Identität, die man gewählt hat zu sein. Und irgendwann kann man entscheiden, wieder zurückzukommen zu dem, wer wir wirklich sind. Und diese Muster, würdest du sagen, wäre besser ohne sie? Oder würdest du sagen, das gehört zur menschlichen Entwicklung dazu? Das ist ganz normal. Ich meine, wir können ja nicht raus. Das ist einfach so, wie es ist. Wie ordnest du das ein? Also ich glaube, es ist, hängt jeden selbst von seiner eigenen Wahl ab. Wenn wir die Wahl treffen, ich möchte so sein, dann entwickeln sich neue Muster, die dazu führen, dass man so wird. Wenn man wählt, ich möchte so sein, wie ich der war, der ich war, bevor ich jetzt der wurde, der ich bin, dann baut man die Muster ab. Mhm. Und es hängt davon ab, was man wählt, was man erleben will. Und ich glaube, dass bevor wir hergekommen sind, dass wir alle bewusst gewählt haben, etwas ganz Spezifisches zu erleben. Ja. Und dazu mussten wir ganz spezifisch jemand sein. Und da ist die Grundprägung sozusagen die Eltern und der engste Kreis, wo man aufwächst, wie man aufwächst und was für DNAs, die Eltern mitgegeben haben, was für Verhalten man angefangen hat zu spiegeln, mit dem man sich dann identifiziert und wo sich sozusagen die erste Zwiebelschale bildet. Ich nenne das dann, also nicht das Ökosystem, sondern das Ego-System, wo es einfach darum geht, die Stabilität der Realität zu erzeugen. Dieses Ich-Fundament, das bin ich. Man gibt mir einen Namen, den hatte ich ja vorher nicht. Und ich fange an, mich mit dem Körper und mit meinem Wesen zu identifizieren und mit diesen Kernprägungen. Und dann baut sich das Ganze, das ist dieser Baum auf. Das braucht es ja auch, ne? So gewisse Strukturen, natürlich. Die in unserem Geiste entstehen oder die von außen uns erstmal aufoktroyiert werden. Aber innerhalb der Strukturen fühlen wir uns erstmal sicher, da leben wir und machen unsere Erfahrungen. Genau, und da gibt es ja dieses, wie du schon sagst, das zentrale Nervensystem möchte eine Sicherheit haben, möchte sich sicher fühlen und es möchte sich vor allem als Identität sicher fühlen. Mhm. Ja. Aber wenn wir die ganzen Sachen musste wegtun, dann fällt das Thema Identität weg, dann fällt das Ich weg. Viele nennen das ja dann Erleuchtung. Aber wenn das wegfällt, dann realisiert man relativ schnell, wow, ich bin ganz anders. Mhm.
Und ich habe gemerkt, dass die äußere Realität ein Spiegel des inneren Zustandes ist. Das heißt, ändert man seinen Zustand, ändert man sein Sein, ändert sich die komplette Realität. Es ändern sich die Menschen, das Verhalten der Menschen. Und da gibt es so diesen schönen Spruch, du lebst in deiner Welt. Und das ist alles deine Welt. Was du damit machst, ist deine Sache. Das ist totale Selbstverantwortung. Mhm. Und wenn man das anschaut aus einer Vogelperspektive, dann erkennt man, dass die Erde eigentlich eine Schule ist. Also du kommst in die Schule, dein Selbst, und spiegelst dein Innerstes wieder. Und das zeigt das Außen durchgehend, die ganze Zeit. Mhm. Und deswegen finde ich es so toll. Ja, sehr spannend. Und ich glaube, eine der Eigenschaften des menschlichen Verstandes ist es ja, diese Strukturen, wenn man sie einmal hat, die werden erstmal behalten. Ne? Also es wird einfach gelebt gemäß dieser alten Prägung und Strukturen. Und dann, wie du so schön sagst, hat man nun den freien Willen zu sagen, ich will da raus, ich will freier werden, ich will mein ganzes Potenzial erfahren. Mhm. Das geschieht aber sozusagen nicht von selber, oder? Also mit dem ausgesprochenen Wunsch und dann passiert es, muss ich da wirklich in Anführungszeichen an mir arbeiten? Wie würdest du das beschreiben? Das mit dem Wunsch ist so eine Sache. Also ich sehe das Leben so als ein Zusammenspiel zwischen drei Computerspielen. So Minecraft, Sims und World of Warcraft. Okay. Und man wählt seinen Beruf, man ja. geht mit Freunden irgendwo hin, macht seine Abenteuer. Man kann sozusagen dort die Welt erkunden, eine unendliche Welt. Und dahinter gibt es noch das höhere Selbst, was dann entschieden hat, so, ah, ich wähle das und das und das. Mhm. Aber auch der hat sozusagen eine höhere Instanz. Und so geht es dann die verschiedenen Etagen nach oben. Aber im Grunde ist man alles, alle Etagen. Und wegen freien Willen, ja, ich sehe das so als drei Systeme, Körper, Geist und Seele. Der Körper ist aus meiner Sicht nicht dieser Körper, sondern die Materie selbst. Und auch alles andere in jeder anderen Realität. Also alles, was sichtbar ist, alles, was erfahrbar ist, was man irgendwie anfassen und erleben kann, ist wohl aus demselben Stoff gemacht. Sonst könnte man das ja nicht erleben. Das heißt, der Stoff, aus dem alles gemacht ist, ist der Körper des einen. Ja? Und wenn man sich dann die Frage stellt, wozu dient Körper? Wozu dient dein Körper? Wozu dient die Materie selber? Dann ist die Antwort eine ganz einfache, und zwar um Erfahrungen zu machen. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, das Synonym für Körper ist Erfahrungen. Und zwar in einer Intensität, die halt nur im Geistigen wahrscheinlich gar nicht möglich wäre, ne? Oder anders. Anders, ja. Also ja. Für mich ist das Ganze, also alle Realitäten wie ein Computerspiel. Mhm. Jedes Spiel hat seine eigenen Naturgesetze und seine Regeln. Mhm. Und wir Seelen locken uns ein und erfahren genau das, wie das Spiel programmiert ist. Mhm. Ja. Okay, drei Ebenen, Körper. Mhm. Körper. Zweite Ebene ist der Verstand. Mhm. Und sein Synonym ist Bewertungssystem. Mhm. Die Funktion des Verstandes ist, so deine Ich-Identität stabil zu halten und das, was in der Erfahrung gemacht wird, im Körper erlebt wird, zu bewerten. Ja. Also die Informationen kommen rein, die werden verarbeitet auf Basis des bisherigen Gehirns, also alle bisherigen Erfahrungen. Und auf Basis dieser Erfahrung gibt der Verstand einen Output. Ja, das heißt, wir werden in einer Reaktion auf das Ereignis, was gerade geschehen ist, machen. Ja? Und diese Reaktion hängt von diesen Zwiebelschalen ab, die wir uns angeeignet haben, von diesen Mustern. Ja? Mhm. Als erstes geschehen Gedanken, das heißt, wir erleben was und dann erzeugen wir Gedanken zu der Erfahrung. Unmittelbar ein paar Sekunden später oder Millisekunden kommt eine Emotion dazu, die diesen Gedanken zu dieser Erfahrung, also zu dieser Bewertung eigentlich, bildet. Daraus bildet sich dann eine Wahrheit auf Basis der bisherigen Konditionierung und des Glaubenssystems. Und auf diese Wahrheit bildet sich dann eigentlich die Reaktion. Und dann erzeugt auf Basis der Reaktion und der Wahrheit der Verstand ein Ego-System, welches dann weitere Gedanken produziert aus diesem Muster, das man hat. Mhm. Und diese Gedanken erzeugen ähnliche Emotionen zu diesem Muster. Und das schaukelt sich hoch. Ja, ich sage das Weltbild sozusagen. Genau, ich sage immer so, das ist wie so ein Flugzeug, das hebt ab. Am Anfang kann man noch relativ schnell wieder landen oder runter. Und irgendwann staukelt man sich hoch mit diesen Gedanken, Emotionen. Man verstärkt immer die Emotionen. Ja, ja. Oder die Rille, durch die ich immer wieder, immer dieselbe Rille wird immer tiefer, diese Furchen. Und dann irgendwann glaube ich, das ist der einzige Weg. Ja. Genau. Im Grunde geht es darum, dass diese Emotion immer aufgebaut wird und immer stärker wird. Und jede Emotion ist anders.
Und die Gedanken helfen uns wie so ein Schwert oder wie so ein Schiff durch diese Emotionen zu lenken. Mhm, ja. Dann ist die Emotion hoch genug, dass sie irgendwann einen Punkt erreicht, dass daraus ein Zustand entsteht. Mhm. Das heißt, die Emotion und die Gedankenkombination überträgt sich zurück zur Seele. Und die Seele ist die Instanz, die den Zustand erlebt. Und Zustand ist aus meiner Sicht der Boden, ja, auf dem wir laufen. Es kann ein Holzboden sein, eine Wiese, es kann aber auch eine Lava sein, wenn es brennt oder so, ja, wenn es wehtut, wenn man in einer Depression ist. Und auf einem Boden ist man oft länger als auf einem Fleck. Mhm. Und deswegen ist der Zustand eines der elementarsten Dinge, worum es im Leben eigentlich geht, zu realisieren, welchen Zustand befinde ich mich gerade, warum befinde ich mich in diesem Zustand. Ja. Die Seele ist unser innerster Wesenskern, unser eigentliches Ich, oder wie würdest du es beschreiben? Was ist die Seele? Gute Frage. Für mich persönlich, ich kann nur für mich persönlich antworten, ist die Seele auch eine Form von Identität, wie wir jetzt haben, die im Grunde eine Identität nicht, wir haben die Identität als Mensch, das basiert nur auf den Erfahrungen, die wir hier machen, seit der Geburt bis jetzt. Aber die Seele ist sozusagen dieselbe Identität, jedoch in Kombination mit vielen anderen Erfahrungen. Das heißt, sie hat das Wissen aus vielen Leben und bildet daraus ein eigenes Ich-Bewusstsein, eine eigene Identität. Ja. Ja. Und das macht die Seele aus. Aber auch das ist eine, so ähnlich wie wir sozusagen Abspaltungen sind der Seele, gibt es auch von der Seele, von einer höheren Quelle, die Seelenfamilien, und so baut sich das ganze Pyramidensystem auf. Ja. Aber zurückzukommen zum Zustand, weil es ist ganz wichtig, um das abzuschließen, den Kreis zu vollenden. Also wir haben hier den Körper, dann haben wir hier unten die Ereignisse, dann haben wir hier das Bewertungssystem, was mit den Ereignissen zusammenarbeitet, Reaktionen darauf gibt. Gefühle, genau. Emotionen. Mhm. Und dann geht es zum Zustand, und der Zustand ist das Ding, worum sich alles dreht. Weil der Zustand geht wieder zurück zum Körper. Mhm. Ja? Also dieser Pfeil führt runter und führt rauf und führt wieder zurück zum Körper. Weil die Realität, wie wir vorhin gesagt haben, bildet sich aus meiner Sicht aus einer Quantenebene, die auf Basis vom Zustand abhängt. Mhm. Der Zustand ist nochmal das, was durch Verstand und Gefühl allmählich erzeugt wurde, an das wir glauben, was für uns unser Sein. Genau, das Weltbild in Kombination mit deinem aktuellen Empfinden in diesem Weltbild. Ja. Mhm. Als Beispiel ist, du stehst in der Früh auf, fühlst dich heute super gut, dir geht es richtig Bombe. Und dann wirst du merken, wie auf einmal alles super wird heute. Du hast auf einmal ein Einkommen mehr bekommen, irgendwas ist passiert, die Leute sind freundlich. Oder du stehst auf und du fühlst dich depressiv und schlecht, irgendwas ist gestern Abend passiert. Und dann wirst du merken, heute sind alle irgendwie so komisch und so weiter. Das heißt, das Verhalten und die Reaktion der Menschen im Außen ist ein Spiegel deines Zustandes. Wenn jeder sein Leben analysiert, sich dessen bewusst wird, dann erkennt das jeder, da muss man nicht spirituell dafür sein. Mhm. Dann erkennt man sofort, dass, okay, wenn ich irgendwo reinkomme, spüre ich, dass da Menschen sich schlecht fühlen, dass die gestritten haben, vor jeder spürt diese Energie. Und wenn man in diesem Zustand ist, dann merken die Leute rundherum, oh, mit denen geht es nicht gut, und die fühlen sich plötzlich auch nicht so gut. Und die spiegeln dir deinen Zustand. Und deswegen glaube ich persönlich... Kenne ich ja gar nicht aus der eigenen Erfahrung. Ja. Deswegen ist die Realität das Ding, was die Ereignisse erschafft. Im Grunde, wir sind eine Sonne, vorne ist ein Spiegel, hinten ist ein Spiegel, links, rechts, oben, unten ist ein Spiegel. Und das, was in uns vorgeht, dieser Zustand, spiegelt sich einfach und erschafft eine kollektive und eine innere Realität, die synchron geht. Ne? So eine Co-Kreation. Genau, das scheint mir auch wichtig zu sein. Es wird ja manchmal ein bisschen falsch verstanden. Du gestaltest dein gesamtes Leben und die Umwelt. Nein, das ist eine Co-Kreation. Weil wir haben ja andere Seelen, die auch mitgestalten, andere Bewusstseine. Genau. Letztlich ist alles ein Bewusstsein, aber im Spiel sozusagen. Genau, das spaltet sich ab damit. Mhm. Wie so eine Uhr, die braucht auch Zahnräder, damit die Uhr laufen kann. Oder ein Auto, das besteht aus vielen Elementen, damit es fahren kann. Mhm. Und jeder von uns hat eine gewisse Funktion, einen Job, eine Aufgabe, was einem halt erfüllt, hoffentlich. Ja. Mhm. Und diese Linie, die vom Zustand zurückführt in die Quantenwelt der Ereignisse, da gibt es in der Mitte also eigentlich eine Linie, und diese Linie führt nach unten, zurück zum Bewertungssystem. Mhm. Und diese Kreuzung, wo diese Linie vom Zustand rübergeht in die Welt der Ereignisse, da trifft sich dieser Punkt, und ich nenne das dann der Punkt des freien Willens. Mhm. Also wir haben den freien Willen, durch den freien Willen können wir unser Bewertungssystem ändern.
Wir können dadurch andere Emotionen erzeugen, andere Gedanken erzeugen und uns bewusst in einen anderen Zustand bringen. Weil wir sind keine Opfer der äußeren Realität. Wir sind keine Opfer des Wetters. Und nicht der Vergangenheit auch, ja. Vor allem nicht der Vergangenheit, ja. Und wenn wir lernen, unseren Zustand zu kontrollieren, unseren Seinszustand zu verändern in einen anderen Zustand, dann werden wir dementsprechend eine andere Realität anziehen. Mhm. Ja? Mhm. Wir kennen das, du löst ein Thema und plötzlich kommt irgendwas in dein Leben und das Thema hat sich erledigt. Und das heißt, dein Zustand basiert auf deinen Themen und die Themen sind diese Zwiebelschalen, die wir mit uns tragen. Und das ist das Schöne eigentlich am Leben, also wir werden geboren, bauen diese Zwiebelschalen auf und dann geht es darum, das wieder abzubauen, damit wir dann das erleben, was dazu führt, dass wir es abgebaut haben, ja? Wie Mangel, Beziehung, was auch immer. Mhm. Ja. Und da haben wir das Wort ja gewählt, Bewusstseinserweiterung, weil es ist wohl eine Erweiterung, wenn sich wieder ein scheinbares Weltbild löst und dann erweitert sich ja was. Wir sehen mehr, wir nehmen mehr wahr. Genau, oder? In dem Film Doctor Strange kam ein wundervoller Satz vor, dass der hat gesagt, so, die Menschen sehen die Welt durch ein Schlüsselloch, aber öffne die Tür. Ja? Mhm. Aber Bewusstseinserweiterung selbst ist ein also ist ein Wort. Ja. Aber in diesem Wort steckt sehr, sehr viel drin, sehr, sehr viel. Und man könnte viel drüber reden. Mhm. Ich rede viel drüber. Genau, aber man könnte so Beispielen, ne, wenn man jetzt so hört, oh, das hätte ich auch gern, ich möchte auch gern mich entscheiden, jetzt ein freieres Leben zu wählen und zu erwachen. Mhm. Was sind da so mögliche Schritte, die man da tun kann? Also ein freieres Leben, da muss man sich die Frage stellen, warum fühle ich mich nicht frei? Mhm. Also es ist immer so Spiegeltechnik. Also Spiegel, okay, ich habe eine Frage, ich will mich frei fühlen. Oder warum fühle ich mich nicht frei, ist die nächste Antwort, also die Frage drauf. Okay. Antwort könnte sein, weil ich merke, ich bin durch meine Ängste immer wieder blockiert, gewisse Schritte zu unternehmen, genau, dann, die ich gerne unternehmen würde. Genau, nächster Spiegel, was für Ängste bitte. Ja, ja. Und dann kommen die Ängste. Ja. Und dann von wo kommen die Ängste her? Warum sind sie da? Ja. Und das Tolle ist, der Fragen stellen kann, kennt die Antworten schon. Mhm. Und das ist so eine Weisheit, der die Frage kennt, kennt auch die Antwort. Jeder trägt sie in sich drin. Mhm. Und wenn man es selber nicht fühlt oder die Antwort hat, das Universum kommt mit der Antwort. So schnell kann man ja nicht schauen. Ein anderer sagt dir die Antwort. Man liest ein Buch, da steht die Antwort drin. Das ist eine Quantenwelt, die einfach deine Fragen beantwortet. Meinst du damit, wir sollten mehr Mut haben, wirklich Fragen zu stellen? Weil dann die Antwort richtigen kommt? Fragen. Die richtigen Fragen. Die richtigen Fragen, ja. Mhm. Ich habe mich persönlich für die Frage interessiert, wer bin ich, wo komme ich her, warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Mhm. Weil das ist das, was ich in vielen Büchern nicht richtig beantworten konnte. Mhm. Oder zumindest theoretisch, aber für mich zählt immer die eigene Erfahrung. Mhm. Mhm. Kannst du die beantworten, die Fragen? Das ist natürlich jetzt so in ein paar Sätzen, was würdest du sagen, wenn das so? Die Antwort auf diese Frage basiert auf vielen Bildern auch. Ja, ja. Das heißt, man kann sich mit allem identifizieren, weil alles man selbst ist. Das heißt, auf höchster Instanz ist man Gott, der mit sich selbst ein Gespräch führt. Mhm. Auf einer anderen Ebene sind wir Seelen, die vereinbart haben, dieses Gespräch zu führen, um eine Erfahrung zu machen und vielleicht Wissen weiterzugeben, um anderen zu helfen. Mhm. Und so kann man diese Frage eigentlich nicht richtig beantworten, je nachdem, was man gerade wählt zu sein. Ja, ich verstehe. Aha. Deswegen hat es auch keinen Sinn, jetzt man kann sie natürlich für sich beantworten, jeder für sich schon, aber es ist offen zu sein für die Antwort. Ich würde persönlich sagen, ich bin Liebe und ich liebe es, das Leben zu lieben. Ja, das ist doch schön. Ja. Finde ich auch. Mach ich mit. Machen wir mit. Ja. Ja, und ich habe manchmal sowas wie, ich bin pures Sein, ja, und ich bin Liebe und ich bin Freude. Wenn ich ganz tief reinspüre, weiß ich das. Ja, genau. Das ist ja dann schon eine wunderschöne Antwort. Wenn die Muster abfallen, ist das der Kern, was übrig bleibt. Wenn man die Muster ablegt, dann fühlt man plötzlich diese Freiheit, diese Stille. Und man erlebt dieses Bewusstsein, also das göttliche Bewusstsein, in allem, in jeder Materie. Und in jeder Zelle von jedem Menschen. Man weiß, wow, das bin alles ich. Und ich freue mich dran, wenn man sich selbst so sehr liebt, um das für sich selbst erschaffen zu haben, um sich darin auszudrücken. Und das ist das größte Geschenk, was die Schöpfung an sich selbst gemacht hat. Mhm. Schön.
Jetzt kennen wir aus der Psychologie genau aus diesen Gründen, weil immer mehr erkannt wurde, da gibt es Muster und Traumata, sind ja viele Therapien entstanden und so. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die sagen, eine dreijährige Psychotherapie ist unbedingt notwendig, damit du deine Muster erkennst und loslässt. Man kann jetzt sagen, für den einen ist es vielleicht so, für den anderen nicht. Was ist so aus deiner Sicht? Sozusagen die Frage, die dahinter steckt, ist, ich habe das Gefühl, manchmal braucht es viele Jahre, um allmählich diese Schichten aufzulösen. Würdest du auch sagen, ja, oder? Ich würde sagen, je nachdem. Ja, Weil jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Muster, jeder hat einen anderen Plan. Mhm. Bei den einen reicht ein Film, ein Video, ein Buch und plötzlich ist alles da. Die Erleuchtung kommt, ein Interview, was auch immer. Und bei den anderen ist es eine Erfahrung, die danach viele Jahre zur Integration braucht. Ja, je nachdem, was man gewählt hat und wie bereit man für was ist. Ja. Ja, finde ich schön. Das ist eine gute Antwort. Das ist für mich auch ganz stimmig. Denn in der Tat, was wissen wir schon wirklich über den Lebensweg des Einzelnen, der vielleicht ganz wichtige Erfahrungen darin sammelt, jahrelang mit diesem sogenannten Problem schwanger zu gehen und dadurch vielleicht zu wachsen. Um deine Frage vorhin zu beantworten, hast du gefragt, was können wir tun, um diese Muster aufzulösen, ja? Um dieses Sein zu erleben. Ja? Eben diese richtige Frage zu stellen. Ja. Ja, das ist so der erste Schritt, zu wissen, okay, was ist eigentlich, im Grunde ist man schon in diesem Zustand. Ja. Mhm. Aber durch diese Blase, die erzeugt wird um uns herum, also diese Zwiebelschalen, sind wir vernebelt. Ja, in der Tat. Also vernebelt mit unserer Identität, im Kopf, im Verstand. Ängsten, Zweifel, in Gedanken, was auch immer. Genau, man spürt es eigentlich in Meditation, in glücklichen Momenten, aber es gibt halt große Bereiche des Seins, wo man es einfach nicht spürt. Und dann ist man schon traurig. Was kann man da tun? Genau. Also, wie gesagt, zuerst mal die Frage stellen. Ja. Also ab vorher ist es vielleicht wichtiger, die Entscheidung zu treffen, in welchen Zustand möchte ich gelangen. Mhm. Und dann wird das Universum die jeweilige Person auf einen Weg, auf einen Prozess führen, um das zu erleben. Aber die Entscheidung darf nicht aus dem Verstand kommen, sondern es muss, also müssen tut man nichts. Also es ist eher eine Art tiefgehende Herzensentscheidung, zu sagen, okay, für mich ist jetzt meine wahre Identität dran. Also ich möchte jetzt das Sein erleben. Und dann wird man geführt, weil jeder hat das andere Muster. Mhm. Und das, was bei der einen hilft, hilft bei der anderen nicht. Der eine geht da zum fünf Gurus nach Indien und meditiert 30 Jahre und da passiert nichts. Und der andere liest einfach nur ein Buch, liest die richtige Zeile, da macht es Klick, das Muster löst sich auf, man ist im Zustand. Das heißt, das Universum führt einen auf einen Prozess dann nach, um unterbewusst diese jeweiligen Fragen zu beantworten. Mhm. Weil diese Fragen sind im Grunde das Ego-System, was keine Ahnung hat. Mhm. Aber die Antwort gibt hier das, also wieder ein neues Puzzleteil, um mehr Ahnung zu haben. Aber in Wirklichkeit geht es gar nicht so sehr um diese Fragen zu beantworten, sondern zu realisieren, dass man keine Fragen braucht. Ja. Es geht also auch eben nicht um einen mentalen Prozess, irgendwelche mentalen Antworten zu kriegen, sondern es ist eine Erfahrungen geschehen dann aufgrund dieser Fragen, oder? Genau, es ist eher eine Art Co-Kreation. Mhm. Ne? Also man kann natürlich durch diese Fragen so, jetzt macht's Klick und dann ist man in diesem Zustand. Und der schnellste Weg, würde ich sagen, ist der, dass man einfach aufhört nachzudenken über das Leben, nachzudenken über die Vergangenheit, nachzudenken über die Zukunft. Und wenn man das nicht tut, und das ist das Einzige, was das Bewertungssystem macht, es nimmt Informationen und berechnet sie. Mhm. Und man wird von diesen Informationen in der inneren Welt immersiert. Mhm. Ja. Das Wort Immersion kommt aus der Computerspielindustrie. Das heißt, man hat von überall Sinne und Empfinden und Empfängnisse, von seinen eigenen Gedanken, von Familie. Man muss essen, man muss das, man muss in die Arbeit und Aufgaben und hier und dann ist man müde und dann muss man wieder essen. Das heißt, das Leben basiert darauf, würde man nicht abgelenkt werden von diesen ganzen Sachen, kommt man relativ schnell in diesen Zustand. Und von den eigenen Mustern auch abgelenkt. Sowieso. Ja. Sowieso. Also die Immersion läuft die ganze Zeit. Ja. Und das ist okay, weil das gehört zur Matrix dazu. Die Matrix ist erschaffen worden, damit wir immersiert werden, um das Spiel zu erleben. Mhm. Weil wir haben gewählt, hier zu sein. Und es hat bei den meisten bei den meisten, die hier sind, hat es einen Grund. Und das läuft so passiv bei den meisten mit. Und zwar der Grund, zu lernen, das Leben zu lieben. Mhm. Zu lernen, das Leben zu feiern. Ja? Weil das Leben ist schon
ein Ausdruck der puren Feier und Freude, weil es erkannt hat, wow, wenn das erschaffbar ist, also man kann eine Welt im Universum erschaffen, die so stabil ist. Man kann Identitäten erschaffen, die ein Gespräch führen. Ja. Mhm. Man kann Gefühle empfinden, Abenteuer in der Unendlichkeit erleben. Ja. Und wir alle gemeinsam haben diese Welt erschaffen? Oder hat es Gott die Welt erschaffen? Das ist dasselbe. Okay. Also er ja, wir alle sind von uns des Göttlichen. Ja, ja, das. Genau. Ja, ja. Und wir durch ihn. Ja. Und wenn das möglich ist, diese Stabilität zu erzeugen, dann kann man sich ausmalen, dass alles andere auch möglich ist. Mhm. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, die eine Erkenntnis, die diese Schöpfung zu dieser Glückseligkeit in diesen Zustand geführt hat, dass er gemeint hat, so, wow, ich kann das und es funktioniert. Ja? Und ich feiere das. Ja? Mhm. Ich kann alles tun, was ich will und ich kann alles erleben, was ich will. Man können wir ja auch, wir können ja als Beispiel jetzt sagen, wir können jedes Computerspiel programmieren und können Virtual Reality aufsetzen und in der Zukunft können wir auch Immersion machen, dass wir vergessen, dass wir der Spieler sind und dann können wir alles erleben, was wir wollen. Ja. Und dann ist das möglich. Mhm. Und warum nehmen wir dann oft das Leben so schwer? Also viele würden ja sagen, ja, das ist doch kein Spiel, das ist hart, das Leben ist hart. Und natürlich, so. Das Leben ist für viele hart. Aber sonst wäre es ja kein richtig gutes Spiel. Ne? Ich habe gerade die Antwort in mir, du musst ja auch vergessen, dass du Gott bist. Nur dann kannst du richtig ins Spiel eintauchen, oder? Natürlich, natürlich. Das Leben ist eigentlich nicht hart. Es ist nur hart, wenn man es hart macht durch seinen Verstand. Ja. Wenn man aufhört, wenn man total in das Urvertrauen geht und sein Leben mal bewusst reflektiert, dann erkennt man relativ schnell, alles, was man bisher erlebt hat, hat man selbst erschaffen. Durch seinen Zustand, durch seine Gedanken, die man schon seit Wochen loopt und grübelt und die Emotionen aufbauen und dann diesen Zustand, der im Außen also wiedergespiegelt wird. Und, aber man kann loslassen, indem man einfach realisiert, meine Seele hat das gewählt für mich. Mhm. Meine Seele hat gewählt, dass ich genau das erlebe. Ja? Und ich habe jetzt die freie Wahl zu entscheiden, ich mache was anderes. Mhm. Ja? Weil man ist der Regisseur seines eigenen Films. Wenn jetzt ein Mensch sehr krank ist, dann hat er natürlich dann vielleicht auch fast schon das fehlgeleitete Denken. Also Punkt 1, ja, ich bin dafür verantwortlich gewesen, aber wie kann man schaffen, sich dann nicht schuldig zu fühlen und zu sagen, ich gehe den Weg jetzt, den ich gehe, frei. Also Schuld gibt es ja gar nicht, sondern es sind Situationen und Umstände, die einfach da sind im Leben und die einem dazu führen, dass man was erlebt, ja? Und dass man auch in diesen Zustand kommt. Mhm. Und es geht gar nicht darum, das zu erleben so, sondern es geht oft um deine Reaktion, wie du reagierst, wenn du da drin bist. Ah ja. Ja? Mhm. Weil wie du reagierst, definiert schlussendlich, wer du wirklich bist. Mhm. Und die Seele hat gewählt, ich gehe da rein und schaue, wie ich darauf reagiere. Ja, ich verstehe. Und dann weiß die Seele, ah, so bin ich. Mhm. Und im nächsten Leben sagt sie, ich möchte das verändern von mir. Und jetzt freier Wille, ich könnte auch anders reagieren. Das ist so der freie Wille. Genau. Ja. Und im nächsten Leben gehe ich da wieder rein, aber ich mache andere Dinge vorher, damit ich mich umprogrammiere durch die Ereignisse, die vorher geschehen sind, damit ich dann wieder in dieses Ereignis zum Beispiel ehrlicher bin oder anders reagiere, weil ich möchte meine Identität verändern, ich möchte anders sein. Und das ist eigentlich das Schöne am Sein selbst. Es wählt jeder und alles zu sein und ändert konstant die ganze Zeit, so wie wir alle, unser Sein, unsere Reaktion auf die Ereignisse. Mhm. Und genau das macht das Leben so einzigartig wie Schneeflocken, wo jeder anders ist. Und das erschafft dieses Individuum, diese Welt aus unendlichen Brüdern und Schwestern, die alle sich selbst erleben und erfahren in diesem individuellen Sein, was dazu führt, dass die Quelle realisiert, wow, ich bin jetzt nicht mehr allein in meinem Sein. Wow, schön. Ja, es entspringt auch so meinem inneren Gefühl, wenn du es so erzählst. Ich würde es in andere Worte packen, aber sicherlich ähnlich. Letztlich wollen wir alle Liebe und Bewusstseinserweiterung sein. Ja, Liebe sein. Wir sind es ja schon. Okay. Die Muster, die hindern uns dabei, das konstant zu fühlen. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Und das ist eines der nicht Kernprobleme des Planeten, sondern einfach, das ist so dieses kollektive
was sich halt von dieser Liebe distanziert hat. Und der Mensch ist halt passiv in einem neutralen Zustand. Was auch eine gute Funktion ist, weil dadurch kann man viel erleben. Wären alle in der Liebe, wären wir in einer ganz anderen Welt. Und da könnten wir gewisse Erfahrungen, die wir gewählt haben, gar nicht machen. Ja. Aber lass uns diesen Punkt nochmal anschauen, weil ich kenne da Menschen, die auch diesen Zustand zwar kennen, aber manche rutschen dann in so eine Traurigkeit, Depressivität. Und deswegen haben viele auch ein bisschen Angst, in dieser Leere zu sein. Wie würdest du beschreiben, was hilft uns, die Leere als Fülle zu verstehen? Die Leere, die man empfindet, basiert immer auf einer Bewertung der äußeren Ereignisse. Dass wenn etwas geschehen ist oder immer wieder geschieht und man bewertet das immer gleich und empfindet dabei diese Leere, dann verstärkt man diese Leere und irgendwann landet man in diesem Loch. Ja. Je älter man wird, desto schwieriger ist es, aus diesem Loch zu kommen, weil die Neuronenverbindungen im Gehirn stabil sind. Also dann hat man ein bisschen mehr Widerstand, weil es ja so stabil geworden ist. Aber diese Leere, und wir kennen sie alle, zu programmieren in die Liebe. Ich glaube, da geht jeder seinen eigenen Weg, das zu tun. Weil viele lieben es, diese sich darin zu wühlen. Finde ich aber auch sehr schön. Ich merke, du bist kein Mensch, der so schnell das Rezept für alle hat, sondern du sagst, hey, das ist der Weg des jeden Einzelnen und es gibt Möglichkeiten. Das gefällt mir. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wir sind im Gespräch. Wie es sein soll. Ja. Okay, also jeder hat seinen Weg. Die Möglichkeiten gibt es immer, das wieder umzukehren. Ich glaube, diese Entscheidung, also ich sage immer schon, manche Schweine wühlen sich gerne im Dreck. Und man sagt so, ihr könnt auch rausgehen aus dem Dreck, könnt euch waschen. Und dann, übrigens, du bist kein Schweinchen, du bist ein Mensch. Ja. Und, so, nee, und trotzdem scheint das legitim, vielleicht eine ganze Weile da drinnen zu sein, um dann irgendwann wirklich zu erkennen, das bin ich gar nicht. Ne? Oder? Ja? Genau. Und das spielt im Grunde auch keine Rolle. Ja. So dramatisch, wie diese Antwort ist, weil würde die Seele von denen entscheiden, da rauszugehen, dann tut sie das auch. Ja. Indem der Mensch dann sagt, okay, jetzt höre ich auf mit dem Scheiß. Ja. Ich gehe jetzt raus und ich ändere mein Leben ab heute. Ja. Das heißt, es ist diese bewusste Entscheidung und die kann man immer treffen, wenn man will. Wenn man nicht will, dann kann man sich nur die Frage stellen, warum will ich nicht? Was sind meine Blockaden? Ja. Und dann fängt man eigentlich schon an, daran zu arbeiten. Das stimmt. Um diese Zwiebelschalen aufzulösen. Und da gibt es halt viele Systeme. Ich nenne das die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung, wo eben als Fundament dieses Ego-System da ist, welches dieses Spiel zwischen Schuld und Projektion und diese ganzen Sachen spielt und diese Ich-Identität sich aufbaut. Dann kommt ja das Bewertungssystem, was da einen draufsetzt. Also man bewertet die Realität und das Ego hat sozusagen jetzt endlich ein Cockpit, mit dem es dann reagieren kann durch die Bewertung, was super ist. Ja. Und dann gibt es halt viele verschiedene andere Faktoren, wie zum Beispiel Erziehung, Freunde, die Hormone im Körper, die Emotionen, die sich aus den ganzen verschiedenen Mischmasch bilden, dann die Entwicklungstraumata, dann die die Außenwelt, ja, die kompletten Menschen, die Gesellschaft, das Kollektiv, das morphische Feld, da gibt es so viele Faktoren, die einfach dazu beitragen, man ist sozusagen in der Suppe und schwimmt drin und erlebt eine Realität in dieser Suppe und diese Suppe bildet schlussendlich verschiedene Individualitäten und man ist einfach drin in der Suppe und verändert sie eigentlich selber durch seine Identität eigentlich auch. Schön. Und es ist aber schon mal gut. Es ist gut zu wissen, so ein Grundwissen zu haben, ne? Dass man weiß, diese Bereiche gibt es und dann kann wiederum jeder für sich spüren, ja, da muss ich dran schrauben. Das ist so jetzt mein Thema. Ne? Ich glaube, das Ding ist, weil jeder in diesem Bewertungssystem steckt, wir spielen immer dieses Spiel, du, ja, wegen dir, ne? Unsere Sachen. Zum Beispiel, ja. Der Schlüssel ist. Oder anderes Muster, wegen mir, weil ich bin schuldig, ich mache alles falsch. Auch ein schönes Muster. Der Schlüssel ist zu erkennen, okay, ein Finger. Nicht, dass ich irgendjemand kenne, der sowas jemals gedacht hat. Nein, ich auch nicht. Thomas. es ist halt so, ein Finger geht auf die Person, aber drei Finger gehen auf einen zurück. Ja. Und dieses, ich glaube, die Bewusstseinserweiterung ist ein Part davon, zu realisieren, dass dieser Schnittpunkt, wenn man etwas erlebt, wenn jemand etwas tut,
die eigene Reaktion auf das, was geschieht, nicht mehr abhängig macht von den automatisierten Mechanismen, die man sonst im Programm hat, sondern in diese Stille zu kommen, okay, das ist gerade geschehen und das ist okay. Ja? Und zu tiefes Verständnis und Mitgefühl für die anderen Menschen zu empfinden, egal was sie getan haben, egal was die Politiker getan haben, es spielt keine Rolle. Mhm. Einfach Mitgefühl zu empfinden, dass sie das getan haben wegen ihren Mustern. Und die entstehen, weil die Eltern von ihnen genauso Muster hatten. Und früher war es so, dass die Eltern keine eigene Selbstregulation hatten. Das heißt, die Eltern, wenn die sich in der Vorgeneration aufgeregt haben, haben sie die Kinder einfach geschlagen. Mhm. Ja? Heißt, unsere Vorgeneration sind Opfer dieses Erziehungsstils und ihrer eigenen Prägungen und Erziehungen und haben ihre eigenen Muster. Das heißt, wenn jemand etwas tut, was nicht so nett ist oder was wirklich furchtbar ist, dann ist das einfach darum, dass er nichts dafür kann. Weil, deswegen hat auch Jesus gesagt, so, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm, genau. Ja. Und der erste wirkliche Schritt zur Bewusstseinserweiterung ist, loszulassen von Anhaftung von du und das, sondern Mitgefühl, Demut, Verständnis für jeden zu empfinden. Und auch für sich selbst. Sowieso ja. Für sich selbst, mhm. Ja. Weil da fängt ja schon dieses Reflektieren an. Mhm. Ja, und darum geht es schlussendlich. Viele sagen auch Schattenarbeit dazu. Ja. Mhm. Und wenn man damit anfängt, dann wird man sofort ein anderer Mensch. Es ist natürlich kein Ding, wo man merkt, okay, das dauert natürlich Zeit. Mhm. Aber man merkt sofort so, okay, ich fange an, mich immer mehr zu reflektieren und immer mehr anders zu reagieren. Und die anderen merken so, was ist mit dir los? Mhm. Du bist gar nicht mehr so aufgeregt. Du regst dich gar nicht mehr wegen der Sachen auf. Und du sagst, ja, ich empfinde Mitgefühl, weil ich habe verstanden, du tust das zwar immer, aber du hast auch ein Muster, so wie wir alle. Mhm. Und das ist okay so. Mhm. Ja? Anzunehmen. Ja? Wenn man anfängt, bei anderen die Muster anzunehmen, dann fängt man auch an, bei sich selbst die Muster anzunehmen. Und das ist dieser Zustand, das führt in den Zustand der Demut, des Verständnisses. Und das ist so der erste Schritt, in die Liebe zu kommen. Mhm. Weil Liebe ist ein Ausdruck des Mitgefühls, der Demut und der Verbundenheit. Und dadurch fängt man an, eben anders zu reagieren. Die Menschen sagen so, wow, immer wenn ich dich sehe, geht es mir gut. Ja? Das war so der Arbeitskollege, der immer so sich schlecht gefühlt hat oder man mochte ihn nicht. Und plötzlich sagt man, okay, ich mag ihn nicht, weil ich ihn so und so bewerte, aber ab heute verstehe ich, der benimmt sich so, weil seine Eltern, weil er Probleme hatte in der Kindheit, so wie alle. Ja? Und ab jetzt sehe ich ihn als Liebe und als, man könnte sagen, Opfer seiner Umstände, seiner Erziehung. Ja? Ja. Und empfinde Mitgefühl für ihn. Mhm. Ja? Und dann geht man hin und der wird sofort spüren, hey, was ist mit dir los? Ja, ja? So ist das. Und das ist wirklich, das erlebe ich ja auch immer wieder, wenn du auch irgendwie in der U-Bahn sitzt wildfremden Leuten gegenüber und du schickst ihnen nur liebevolle Gedanken, schon tut sich was in ihrem Gesicht. Ja, genau. Das ist wirklich interessant. Ja. Genau, das heißt, man geht hin und lächelt ihn schon mal an und der lächelt dich zurück. Du denkst so, was ist passiert gerade? Und das hat er nie gemacht, aber man hat selbst damit angefangen. Das ist Verantwortung. Mhm. Und das ist wie so ein Ping-Pong. Man schießt den Ball zu und der nimmt den Ball und fühlt so, hey, was ist mit der Person los? Und fühlt sich auf einmal gut. Sonst fühlt er sich immer schlecht, wenn die Person im Raum ist. Und dann lächelt er zurück und schießt den Ball eigentlich zurück und verstärkt diese Liebe und Verbundenheit und Mitgefühl zurück. Und dann, wenn man noch einen Schritt weiter gehen will, geht man und sagt, hey, du weißt, eigentlich mag ich dich nicht. Ja. Also ich habe dich vorher nicht gemacht, wegen den. Mhm. Es tut mir so leid, ich habe einfach nicht erkannt, dass du eigentlich voll der coole Mensch bist. Und ich würde voll gern mit dir essen gehen, um dich noch besser kennenzulernen. Mhm. Ja. Und vielleicht finden wir raus, was eigentlich das Ding zwischen uns ist, ja. Und heilen das. Ja. Und dann wird der in der Regel sagen, liebend gerne. Mhm. Ja? Wunderbar, ja. So. Und dann schießt man diesen Ball zurück und potenziert diese Verbundenheit und Liebe. Und dann ist man schon mitten im Prozess, das wieder zurück zu sich selbst zu kommen. Mhm. Ja, wunderbar. Und das ist dann auch, was du mit innerer und äußerer Bewusstseinserweiterung meinst. Ne? Wenn sich in mir etwas erweitert, verändert sich auch das Umfeld. Und ich stecke auch Menschen an, abgesehen davon. Ja, es ist die äußere Welt, aber ich habe gesagt, die äußere Welt ist eigentlich die innere Welt, der Spiegel. Das ist alles, was man mit sich selbst tut, seine eigenen Muster, Reflexionen und so weiter zu realisieren und zu heilen, sofern man sie will, weil viele dienen ja. Viele dienen ja so zu sein, damit man genau in den Job diese Funktion erfüllen kann. Ja. Ja. Spielt sich einfach aus. Das heißt, die äußere Welt ist und das Verhalten in der äußeren Welt, die neuen Reaktionen in der äußeren Welt sind im Grunde die innere Bewusstseinsarbeit.
Mhm. Ja. Für mich persönlich ist die äußere Bewusstseinsarbeit sowas wie außerkörperliche Erfahrungen, wo man in andere Welten geht, die außerhalb von deiner inneren Welt sind. Obwohl das zwar auch deine innere Welt ist, aber abgeschotten von diesem Ökosystem der Matrix. Mhm. Ja. Und darüber, liebe Freunde, sprechen wir in einem zweiten Teil. Das schon mal angeteasert. Ja. 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 Also man macht Erfahrungen jenseits seiner Erfahrungswelt, inneren wie äußeren Welt. Und das ist für mich die äußere, weil es ja eigentlich nicht so viel mit deinem bisherigen Erfahrungsschatz zu tun hat. Mhm. Und etwas Neues. Das heißt, man holt neue Sachen in sein eigenes Leben und versucht, die dann hier zu integrieren. Das ist die äußere Erfahrung. Mhm. Und die innere ist halt wirklich die innere Welt und die innere Welt hier, ja, die sich ja spiegelt nach außen. Mhm. Kann man auch als äußere Welt bezeichnen. Ja. Mhm. Ist ja auch eine äußere Welt, aber die hat zwei Etagen, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Toll, ja. Sehr öffnend, sehr intensiv. Ich danke dir sehr und ich finde auch gut, dass wir jetzt so ein bisschen auch Menschen abgeholt haben, die vielleicht gerade in einem Loch sind und so, ne? Weil es ist manchmal so einfach gesagt, du bist alles schon, du bist lieber. Und letztlich ist es so und ich spüre es auch, aber wie komme ich da wieder hin? Ja, das Ding ist, man tut sich schwer, aber es gibt jetzt sicher viele, die sagen so, ja, aber ich fühle es nicht. Ja. Mhm. Und ich kenne das gut. Mhm. Ja. Man fühlt es trotzdem nicht und man kann es wissen und kann sagen, ja, den Moment bin ich es ja, ich weiß es ja eh theoretisch, aber trotzdem ist es nicht da und ich fühle es nicht und ich tue mir schwer. Ja, es ist so. Mhm. Dann erstmal das anzunehmen. Ich kann es noch nicht fühlen, aber ich weiß darum. Man kann es nur annehmen. Man kann es nur annehmen. Bei mir war es ja nicht anders. Was ich dagegen getan habe, ist, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich akzeptiere das nicht. Ja. Ich akzeptiere nicht, in diesem Loch zu sein. Und ich war in diesem Loch sehr lange. Ich kenne das auch. Ich akzeptiere es nicht und ich möchte etwas daran ändern. Mhm. Und ich habe dann einfach angefangen, Bücher darüber zu lesen, Videos darüber zu schauen, zu meditieren, etwas bewusst zu verändern. Im Grunde war das Ergebnis, dass ich einfach viel Schattenarbeit gemacht habe und gesehen habe, okay, was für Muster blockieren mich, was für Denkweisen, was für Denkmuster habe ich fest programmiert, die ich mir angeeignet habe mein ganzes Leben lang auf Basis meiner bisherigen Bewertung. Ja. Und diese zu verändern, also sich selbst in seine Identität zu ändern, in seinen Reaktionen und dass ich gemerkt habe, okay, ich reagiere plötzlich anders. Ja. Und sich vielleicht auch mit liebevollen Menschen zusammentun, auch zu schauen, mit natürlich. Wem bin ich überhaupt zusammen, tut es mir gut, wer hilft mir da so ein bisschen in dieses Bewusstsein zu kommen. Wir nennen das immer Programme, also es gibt, man entweder Seele spricht aus einem, also so, das merkt man, wenn Liebe, man Liebe fühlt, oder die Programme sprechen aus einem. Und das, wir haben intern bei uns dieses, wenn der andere merkt, da spricht gerade ein Programm, man hebt einfach den Finger. Okay. Und der andere stoppt, ach, okay, tut mir leid, das war mein Programm. Ah, okay. Ja. Also wenn man etwas projiziert zum Beispiel. Auf projiziert jemanden. Oder ein Muster, was eigentlich, was man, oder man... Was gar nicht so viel mit dem anderen zu tun hat. Man hält fest an der Vergangenheit. Ja, also, die und die. Und sagt so, hey, das ist Muster. Ah, ja, schön. Lass los. Ja, okay. Lass los. Ja. Schöner Tipp für echte Kommunikation. Ja, natürlich. Ja. Und wenn man das dann praktiziert, irgendwann hört, also muss der andere den Finger gar nicht heben, sondern man hat einen Gedanken und plötzlich so, ah, stopp. Man hebt selbst innerlich den Finger und sagt, oh, dieser Gedanke kam von einem Programm. Ja. Was für ein Programm war denn das? Warum denke ich so? Und dann so, ah, okay, als ich 5 war, habe ich das und das erlebt oder 10 und deswegen hat sich das ein bisschen eingebrannt, aber ich möchte nicht mehr so denken. Ja. Also voll schön, das scheint mir auch wichtig zu sein, Augenmerk darauf zu lenken, wie hilfreich es sein kann, mit Menschen, mit liebevollen Menschen immer ehrlicher zu kommunizieren. Weil einer der Glaubenssätze in der Esoterik ist ja so ein bisschen, du findest alles in dir, da kannst du alles in dir auflösen. Aber manchmal ist die ergänzende Sache so wichtig, dass ich mit Menschen lerne, mich zu teilen, ehrlich zu mir zu sein, ehrlich zu anderen zu sein. Und da kann auch so viel passieren. Es gibt viele Studien zum Thema Beziehungen. Und ich finde, das Universum ist eine riesengroße Beziehung mit sich selbst. Und die Metastudien zum Thema Beziehung haben ergeben, dass es in einer guten Beziehung oder Partnerschaft oder Ehe ein paar fundamentale Sachen gibt, die manche beachten und dementsprechend ein erfülltes, glückliche Beziehung führen und Freundschaften führen und andere halt nicht. Und das, was die gemeinsam hatten, war auf der einen Seite Selbstoffenbarung, das heißt, sie konnten immer jeden anderen oder den Partner sagen, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, und der andere hat Mitgefühl dafür empfunden und Verständnis und nicht so, ach, du bist so und so, sondern, okay, warum? Gehen wir mal in die Tiefe, was hast du erlebt, dass du so denkst? Ja? Und also nicht zu verurteilen, ja? Also dieses komplette Selbstoffenbaren, ja? In Kombination mit
mit ehrlicher Kommunikation. Mhm. Also wirklich den anderen offen und ehrlich zu sagen, hey, das geht gerade in mir vor oder das hat mich gerade verletzt, was du gerade gesagt hast, reden wir drüber. Ja. Und diese zwei Sachen, wenn man die so zusammentut, ehrliche Kommunikation und Selbstoffenbarung, dann hat man einen riesengroßen Schatz, mhm. der das Licht in einem leuchten lässt, wenn man das praktiziert mit sich selbst, mit seinem Partner, mit seinen Kindern, mit seinem Chef, mit seinen Arbeitskollegen und schlussendlich mit jedem. Ja. Dann wird man merken, wie sich das im Außen reflektiert, wie einfach mal die Außenwelt anfängt, ehrlich zu werden, zu spiegeln, ja, und sich selbst zu offenbaren und zu sagen, okay, oder man kommt irgendwo hin und ein anderer kommt zu dir und sagt so, hey, tut mir leid, so und so, wegen denen, weil der fängt an, ehrlich zu sein. Mm, wunderbar. Und vielleicht ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, Hauptsache ich mach's, ja. Und wie der andere reagiert, das ist seine Freiwahl. Der macht das dann automatisch, ja. Also meistens wenn's passiert es, so aber ja. Es gibt manche, die machen halt noch mehr zu, dann ist es auch so und ist auch alles gar nicht schlimm. Aber ja, weil jeder lebt in seiner Realität, ja, der schaltet sich dann ab. Also ich sage so, die Welt, die Menschen leben auf Inseln. Ja. Inseln von Frequenzen. Auch schön gesagt, ist man in dieser Frequenz der Ehrlichkeit und der Offenbarung, dann zieht man in der Regel nur Menschen an, die so sind. Und diese Inseln kommunizieren mit den anderen Inseln und jeder lernt voneinander. Das ist wunderschön. Und genau, dann irgendwann zu erkennen, dass alle Inseln doch zu einem Land gehören, das ist also der nächste Schritt. Voll schön, wunderbar. Noch abschließende Worte, die vielleicht noch zum Bewusstseinserweiterung wichtig wären? Es war jetzt schon eine Fülle, das war ganz großartig. Gibt es auch etwas, was spontan gesagt werden möchte? Ich würde das noch kurz abschließen bezüglich dieser Leere. Ja, gerne. Wenn man diese Leere empfindet, dann ist auf der einen Seite diese Entscheidung wichtig und auch der Mut zu handeln. Also nicht sich in der Vergangenheit zu wühlen und dasselbe zu tun wie immer, da kriegt man immer dieselben Resultate, sondern wirklich bewusst zu sagen, was will ich wirklich? Sich das mal aufzuschreiben, was man will und sich das dann jeden Tag vorzulesen. Ja. Weil ich weiß, wenn man drin ist, ich habe auch das ganze Wissen vorher auch schon gehabt, aber ich war trotzdem drin und ich konnte trotzdem nicht raus. Mhm. Ich habe es mir einfach aufgeschrieben und habe es mir immer wieder untereinander geschrieben, mir jeden Tag vorgelesen nach dem Aufstehen oder in der Früh am Abend vom Schlafen gehen und immer mir unterbewusst gesagt, das will ich, das will ich, das will ich. Und unterbewusst habe ich angefangen, an mich anders zu verhalten, andere Bücher zu lesen, andere Videos zu schauen, die mich mit dem Thema in Verbindung bringen, damit ich das, was ich will, erreiche. Wunderbar. Also sozusagen nicht nur passiv sich manifestieren und auf ein Wunder warten, sondern einfach neue Schritte gehen, kleine Schritte, Baby-Steps in diese neue Richtung. Es geht eh von selber. Bei den einen geht es relativ schnell, bei den anderen halt dementsprechend, was halt sein soll, in dieses Urvertrauen zu gehen, dass es geschehen wird und dass man da rauskommt. Weil man muss ja so sagen, wenn es ein höheres Selbst gibt oder ein Gott, niemand, kein Schöpfer will seine Schöpfungen leiden sehen. Ja. Aber das, was wir hier erleben, ist die Reflexion der Schöpfung selbst. Mhm. Das heißt, wir sind Selbstschöpfer und wir können auch selbstbewusst entscheiden, was für eine Welt wir erleben. Mhm. Wir haben genauso viel Verantwortung wie der Schöpfer selber. Ja. Weil wir können hier tun, was wir wollen. Wir können entscheiden, etwas anderes zu sein, zu kündigen und so weiter. Ja. Und diese Entscheidung für sein Leben zu treffen, was für ein Genre möchte ich in diesem Film spielen? Ja? Soll es ein Drama werden? Soll es ein Abenteuer werden oder eine Liebesromanze? Das kann jeder für sich selbst wählen. Und auf dieses Fundament springt man dann auf. Ne? Toll. Wunderbar. Ich danke dir. Ich danke dir, lieber Voll Thomas. Viel drin, ganz viel Tiefe. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir. Ja, der Bewusstseinsweg ist ein Abenteuer. Viel Spaß dabei. Alles Gute euch.